Also, was mich schon immer interessiert hat, wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt? English Bulldog, 20.03 Uhr. Na los, John. Wie sind sich der berühmte Sherlock Holmes und sein Assistent Dr. Watson begegnet? War es Liebe auf den ersten Blick? Democracy Now, 20.07 Uhr. Also gut. Um die ganze Geschichte zu erzählen, muss ich aber ein wenig ausholen. Nur so viel vorab. Hätten die Dinge damals anders gelegen, wäre Sherlock vermutlich nicht mehr am Leben und ich niemals in die Baker Street gezogen. Vielleicht sollte ich mich nochmal in Ruhe vorstellen. Mein Name ist John Watson, Doktor der... Kabul oder Bagdad? Wie bitte? Wo waren Sie stationiert? In Afghanistan oder im Irak? Woher wissen Sie... Sie haben sich heute nur rasch rasiert. Des linken Ohrs haben Sie ein paar Barthaare. Die Schuhe sind trotz des anhaltenden Regens perfekt geputzt. Bei der Arme. In Ihrem Revers steckt der Kugelschreiber des Hotels. Den Sie derzeit nicht. Stanton Inn. Nicht sehr empfehlenswert. Sie ist auf einer recht niedrigen Pensionsschlüssel. Deshalb Sie auch auf der Suche nach einem möblierten Zimmer in einer WG sind. Sie leiden seit Ihrer Rückkehr nach England... PTSD und Schlaflosigkeit. Womöglich auch an einer Depression. Sie hadern damit, dass Sie noch am Leben sind und Ihre Kameraden nicht... Ein quälender und, wenn Sie mich fragen, kaum zielführende Gedanke. Nun, wie Sie sehen, lebe ich eher unkonventionell. Ich bekomme regelmäßig Besuch. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Der Ordnungs- und Hygienezustand der Wohnung ist nicht verhandelbar. Ich brauche das Chaos und Platz für meine Experimente. Die Miete beträgt 480 Pfund. Durch die Tür dort geht es in die Küche. Eine Etage höher befinden sich zwei Schlafzimmer und das Bad. Also, was sagen Sie? Na los, kommen Sie mit und mischen Sie mit mir Scotland Yard auf. Und jetzt sagen Sie nicht, dass es Sie nicht reizt. Oder wenn es Ihnen hilft, denken Sie daran, dass Ihre Arbeit einem guten Zweck dient. Bla bla bla. Sie helfen mit, Verbrechen aufzudecken, vielleicht sogar Leben zu retten. Schließen wir einen Kompromiss. Ich komme mit, aber die Entscheidung bezüglich des Zimmers halte ich mir vorerst noch offen. Wenn Sie meinen, dann mal los. Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Ein Fluch in Rosa-Rot. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle.